Natur- und Makrofotografie 2019. Ein Schwanzmeißchen. Ich habe hier so einige Informationen niedergelegt. Hier eine Hummel, eine Erdhummel, die ich aber nicht alle vortragen will. Das würde zu weit führen. Ein Kohlweißling. Ein Weißling, sagen wir mal besser. Ich glaube, es ist ein Rapsweißling. Den gibt es nämlich auch. Reh am Weidenrutenfeld im Winter. Tolle Aufnahme. Schöne Erinnerung. Ja, ein paar Fotos, die ich hier zeigen will. Eine Drossel im Frühjahr. Im zeitigen Frühjahr. März. Mitte März ist es soweit, dass die Vögel wieder singen. Bäume. Ich habe lange Zeit überlegt, wie ich die Gegend hier präsentieren kann und einen wirklich realen Überblick vermitteln kann an die Menschen, die Dormagen und die Region hier eigentlich immer nur aus dem Fernsehen und der Berichterstattung kennen. Dormagen ist eine Stadt nördlich von Köln, in der Nähe von Neuss, auf der linken Rheinseite, die sich durch den Standort von vormals Bayer, dem Schempark, in das Bewusstsein der Menschen gebracht hat. Immer wieder mal hört man hier von Unfällen oder von irgendwelchen Vorkommnissen, die mit diesen Chemparks zu tun haben. So nennen sich diese Ansammlungen von chemischer Industrie in Dormagen und Leverkusen mittlerweile. Ich bin mal nachts aufgebrochen und habe vom Rheindamm aus die Landschaft, die Industrielandschaft gefilmt. Mit den Anlegern, an denen Schiffe mit Gas befüllt bzw. entladen werden. Und ist schon eine sehr, wie sagt man das? Das ist schon eine Stimmung, die einen da befällt, die einen Glauben macht, das ist nicht so ganz real. Als berufsfremder Mensch kann man das nicht so richtig in den Alltag einordnen, was man da sieht. Der Rhein daneben, da schwimmen sogar des Nachts, wie ich feststellte, Ausflugsschiffe entlang, ohne Passagiere natürlich. Aber man fühlt sich nicht so richtig wohl dabei. So kann man das, glaube ich, umschreiben. Wo waren wir stehen geblieben? Bei den Singvögeln im Frühjahr. Rotkehlchen im Baum, selbe Zeit. Hier alles im Revier. Dormagen. Dormagen ist ja mein Lebensmittelpunkt im Moment. Specht in Totholz, am Totholz. Ein häufiger Geselle hier. Den habe ich auch einige Male fotografiert. Ist immer wieder ein tolles Fotoobjekt hier, das mir viel Freude bereitet. Meistens sitzt er hoch im Baum, dass man nach oben fotografieren muss. Ist vielleicht nicht so toll, aber Kohlmeißchen, hängend nach unten. Laubsänger, Phyloscopus, Fittis oder Zipzap, ich weiß es nicht genau. Bin ich immer so sicher. Kanada Gans, ein Stitch aus 4 Aufnahmen, also die sind alle geschnitten, ist ein und derselbe Vogel. Und hier Azurjungfern, Kleinlibellen, die ich an einem See fotografierte. Und man muss wissen, diese Aufnahme ist ein bisschen künstlich, die ist nämlich aus mehreren Aufgaben zusammengesetzt. Ich habe da also 2 Pärchen fotografiert. Das Weibchen ist gelb. Ja. Und die Schnelle treibt mich voran. Ein Eisvogel, eines meiner Highlights. An einem Wasser, an einem Graben mit Wasser, das sich nach ein paar Tagen
grün überzog, dann konnte er nicht mehr jagen und haute ab. Hier bin ich in der Warner Heide, mein Ausflug mit dem Auto. Und wen habe ich da? Einen neuen Töter. Der spießt seine Beute auf spitze Dornen. Glaubt man gar nicht so. Der findet sich da häufiger als ein Brutvogel in der Warner Heide, bei Köln-Pochz. Naturschutzgebiet, ehemaliger Truppenübungsplatz. Da hat sich die Natur noch so ein bisschen erhalten, weil der Mensch nicht so einen Zugriff hatte. Und hier, Podiceps cristatus, in allen Tagen. Ein Entchen mal zwischendurch, Haubentaucher beim Regen, mit Küken. Super tolles Bild, wenn die Daunenküken im Gefieder sitzen und die Vögel sich so auf dem See bewegen. Sonnenblume mit Hummeln und ein Reh, eine Ricke. Im Getreidefeld. Und ich hatte festgestellt, die hatte sogar ein Kitz dabei. Reiher, Kormorane, nochmal Reiher an einem Reiher im Bergischen Land, nahe Siegburg. Hund, Zien, groß, klein, aggressiv, mitleidig, Rose. Ein Alpenstrandläufer, ein Durchzugsvogel, hier in den Übergangszeiten manchmal zu Gast. Am Neurather See, einem See, der nicht zufriert. Kühlwasserteich für die Kraftwerke. Ein Bessun, Fulica atra, brütend und ja, fliegend, schwimmend. Greifvogel, Raptor. Gefangenschaft. Eine Aufnahme in der Gefangenschaft kommt mir gar nicht über die Lippen. Hier gab es mal einen Greifvogelexperten, einen Falkner. Gefangenschaft. Gefangenschaftsflüchtlinge. Der Mensch und die Mobilität. CO2-Ausstoß. Energiedefizit, Erderwärmung. Boah, Themen, da brummt einem der Schädel. Wir brauchen es für die Arbeit, wir brauchen es fürs Einkaufen. Alles in unserer Welt beruht auf dem Automobil. Ja. Die Freiheit der westlichen Welt, der östlichen Welt, der Welt. Nicht weiter reglementiert, bewegt jeder Mensch aber nur 50, 70, 80 oder 120 Kilo wiegt, ein Fahrzeug, das tonnenschwer ist. Ein Kleinwagen, ein SUV, ein 38-Tonner auf den Straßen dieser Welt. Ich selbst bin auch Autofahrer und ich weiß, wovon ich rede. Ohne Auto ist man ein Nichts. Das Auto stresst, es macht krank, es macht müde, aber es baut auch auf. Freiheit eben. Das Statussymbol. Neben der Immobilie Mobil. Und woher kommt die Energie? Und hier Haubentaucher, einer meiner ersten Aufnahmen,
die ich gemacht habe bei der Balz. Das war 2015, glaube ich. Hat mich immer wieder fasziniert, habe ich viel Zeit verbracht und bin den Vögeln hinterhergeschlichen. Aber ja, leider sind die Umweltbedingungen hier nicht so gut. Hier haben sie gebrütet, wie das junge Pärchen, aber das war wohl die erste Brut und die misslingt oft. Da habe ich zwei Monate jeden Tag verbracht oder fast jeden Tag verbracht und kam nichts dabei raus. Hier Heckenbraunelle. Eine Heckenbraunelle im Winter, im Sommer, hier und da. Und hier ein Hausrotschwanz, kleine schwarze Kugel, einer der ersten Vögel, die kommen. Und auch, glaube ich, einer der ersten, die wieder weg sind, auf einem Zaunpfahl, ganz weit weg. War ein tolles Erlebnis auch. Kommt man aus dem Wald und sieht diesen Zaun mit den Pfählen und hofft immer, dass ein Vogel da sitzt. Hier sitzt er mal im Garten, da wo er hingehört. Fasan, Fasianus colchicus, ein Weiberheld, da waren die Henne zu sehen. Treten hier oft im Paar auf, also gibt es viele Fasanen in der Gegend hier. Windenergie. Reiher. Ja, und hier mal eine Aufnahme mit Leben. Ein Video. Ist eine Vogelinsel in einem See, auf einem See, wo die Vögel relativ ungestört sind. Und man kann sich vorstellen, auf einer Insel, da kommen keine Menschen hin, auch wenig Tiere, da können die sich so richtig breit machen. Die Bäume sind verätzt vom Guano, da bilden sich teilweise schon gar keine Blätter mehr. So dramatisch sehen die Bäume aus, sind die in Mitleidenschaft gezogen. Ja, und hier Kanadagänse am See, am Rheinarm im Winter. Oh, da kann ich mich dran erinnern, da war es kalt, da ging ein steiler Wind. Sieht man hier nicht so, die Kamera hat ein bisschen vibriert, das habe ich dann irgendwie später elektronisch ausgeglichen. Aber da waren ganz viele Kanadagänse und rupften ihr Gras. Die sind ja weitaus beliebter als die Nilgänse, die mag man ja hier gar nicht. Und teilweise haben die dann auch richtige Show-Einlagen gegeben. Auf einem Bein stehen, Flügel spreizend und wirklich war schon eine Show. Das im Hintergrund ist übrigens der Rhein, dieser Bach, dieses Bächlein. Genau, so ein Teleobjektiv, das bietet schon mal interessante Perspektiven. Naja, mit der Zeit wird es dann doch langweilig, den Vögeln zuzugucken, also was anderes. Hier nochmal die Kanadagans bei der Brut am Trerichsweiher, so heißt dieses Gewässer. Das ist in der Nähe von Siegburg bei Loma, Troisdorf, die Ecke. Ja, die Gans da, die wusste gar nicht so richtig, wo sie sich hinsetzen sollte. Die nahm meiner Meinung nach neben den Eiern Platz und hat die einfach begafft. Hier mal eine Flugaufnahme. Und hier der Zwergtaucher. Das ist ja auch so ein kleiner Bursche, der ist wirklich petit, grazil. Und ich glaube, hier fängt da sogar was. Ja, das sind alles Aufnahmen, die ich mal vor Jahren gemacht habe und die aber dann doch mal wieder hervorgeholt werden sollen, weil sie ja eigentlich schön sind. Es sind ja eigentlich Zeitdokumente, Naturdokumente. Hier ein Kormoran beim Nestbau und hier im Eildurchgang Kormoran und Graureiher brütend. Die haben übrigens eine weiße Brust, wenn die jung sind, die Kormorane. Hier sitzt einer auf einem Stamm und lässt sich die Sonne auf dem Rücken scheinen. Na gut. Wir machen es im Moment noch mit Kohle.
Und unsere Zukunft liegt noch weitgehend im Dunkeln und im Nebel. Machtkampf, Kormoran, Möwe, glaube ich. Und hier wieder ein Laubsänger mit Holunderbeeren. Der finkenartige Schnabel hier, der Grünfink, am Futterhaus. Und hier ein Rotgelchen. Rotgelchen, Rotgelchen, Rotgelchen und Rotgelchen. Und hier live. Hier Bussard, Krähe, Rabe im Kampf mit Falken. Die Krähen greifen alles an, die sind aggressiv in einer großen Menge. Hier der Haubentaucher beim Jagderfolg auf dem Nest. Und hier beim Angriff des Widersachers. Hier finden Sie Schreierenten mit gelben Augen, richtig durchdringend, und einen kleinen Schopf haben die. Und hier eine Stelze, eine Schafstelze, die sich im Raps befand. Auch ein toller Moment, da musste ich blitzschnell absteigen, vom Fahrrad Kamera rausholen und dann den Vogel ablichten. Genau, die Schafstelze, gelber Bauch, lange Beine und weißer Überaugenstreif. Und hier ein Bluthänfling auf einem Zaun. Also eigentlich ist es ja gar nicht so schön. Aber den Bluthänfling habe ich hier noch nicht so häufig gesehen. Und ich fand ihn denn doch irgendwie so schön, dass ich ihn fotografieren musste. Und dann dreht er sich auch noch rum und zeigt mir seine Brust. Dadurch konnte ich den überhaupt erst identifizieren. Ich glaube, es ist ein Weibchen, weil beim Menschen die Brust noch intensiver gefärbt ist. Distelfink, auch wieder im Raps. Genau, da gab sich auch häufig die Gelegenheit, den hier mal zu fotografieren. Und er guckt, da guckt er, staunt, schaut. Milan, Greifvogel, das war auch so ein toller Moment. Den sieht man auch relativ häufig, aber nicht so oft. Ist schon immer ein Erlebnis, den zu sehen und gut zu fotografieren vor allen Dingen. Gesehen heißt ja noch nicht gut fotografiert. Also ich spaziere oft mit der Kamera durch die Gegend und mache dann so spontane Aufnahmen. Hier im Herbst, im Sommer, Schwalben, Rauchschwalben an einem Supermarkt unterm Dach, an den Einkaufswagen und dann kamen Mama und Papa und flogen laufend, also wirklich im Sekundentakt, und brachten Insekten zur Fütterung der Kleinen. Ist an einem Sonntag entstanden, da war niemand auf dem Parkplatz des Supermarktes und die Wagen waren unbenutzt. Da konnte ich dann mein Stativ aufstellen und mal ein paar Sekunden filmen. Fand ich irgendwie interessant. Danach sind die auch wieder verschwunden, die haben da nie gebrütet. Rauchschwalben, die brüten meistens im Innern von Häusern in Ställen, und die Mehlschwalben brüten außerhalb unter Dachdächern, an Außenwänden. Außenwänden von Häusern bauen die ihr Nest. Ja, und dann gibt es noch die Mauersegler, also drei verschiedene Vögel, die aber so ein bisschen alle sehr geschickte Flieger sind und ja. Hier nochmal die Rauchschwalbe, weiße Brust, brauner Hals, braune Kehle. Flugaufnahmen schwierig bei den Vögeln, sehr schwierig. Ja. Eichhörnchen, Sciurus vulgaris. Im Baum, auf dem Boden, überall, nahe da, wo Nüsse sind. Wildschweine. Eine meiner Touren in die Eifel mit dem Auto. War keine Hirsche, aber Wildschweine. Und dann auch Hirsche natürlich. War da öfter mal. Hier ein Pilz. Und ich nenne den mal einfach Knollenblätterpilz. Tödlich giftig.
Pilze sollte man nicht futtern. Und hier ein Insekt. Eine Käferzikade. So heißt dieses Insekt. Und zum Abschluss ein paar Pilze. Und hier so ein Blick über den Raum. Ich mag nicht zu schwarz malen. Neben dem Braunkohletagebau und den Geisterdörfern gibt es immerhin noch ganz viel schöne Natur hier. Landwirtschaftlich genutzt zumeist. Dreht man sich rum, hat man es grün. Mancher Jäger findet hier immer noch auf seiner Suche Beute. Und die Menschen sind größtenteils zufrieden.